Moin, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Black Ops 3 Video. Und heute gibt es ein Live-Commentary mit der Farmers, also mit der FFAR, oder? Die hat der Joker-MC mir geliehen, also der hat mich in seinen Account gelassen, also deswegen nicht wundert, warum ich so low-level und so weiter bin und warum mir die ganzen Sachen fehlen, die man eigentlich braucht. Und das finde ich echt richtig korrekt von ihm, dass er mir seinen Account geliehen hat. Also ein riesen Dankeschön an dich, dass ich die Waffe testen durfte. Und ihr seht jetzt praktisch das Ergebnis, was sich da so zusammengetragen hat. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr mir auch gerne eine Bewertung dalassen. Freut mich wie immer riesig. Und ansonsten würde ich sagen, ganz viel Spaß mit dem Video. So, ihr Lieben, da sind wir nun drin in einer Runde Havoc auf Team Deathmatch. Und wir haben die FFAR, beziehungsweise die Farmers am Start. Ich habe die jetzt hier mit Griff, Schnellziehen, Großkaliber und Schaft. Ja, mal gucken, was jetzt damit so abgeht. Und die hat mir der Joker-MC geliehen. Der ist leider nicht so hoch im Level, dass man hier den Plünderer hat. Das ist jetzt natürlich blöd. Aber wir müssen einfach mal gucken, was so abgeht jetzt. Das ist auf jeden Fall ein erster richtig schöner Kill. Und ich habe die Waffe jetzt eben schon mal ein bisschen getestet. Und ich muss sagen, die verhält sich irgendwie wie die Vespa, aber aus der Sturmgewehrklasse. Ich finde, die schießt so von der Geschwindigkeit her, ja, wie die HVK, sag ich mal. Aber die wabbelt voll hin und her, ne? Ihr seht das, da habt ihr es jetzt nicht gesehen. Aber wenn ich jetzt einfach mal schieße, ja. Also die hat trotz des Griffs immer noch einen sehr, sehr starken Rückstoß. Und das ist natürlich unschön. Sag mal, wer wirft denn da mit Termitgranaten, du freches Früchtchen, du? Das macht man nicht. Guckt euch den da oben mal an. Ne. Der weiß halt jetzt, dass ich hier komme. Aber ich weiß auch, dass du da kommst, du freches Früchtchen. Gibt's ihm mal irgendwie, kann ich mal irgendein Dröhnchen bekommen oder so? Da. Boah, habe ich da gerade daneben gesemmelt. Das war aber ganz schön frech. Nein, das gibt's nicht. Wie schlecht war das denn? Das hat's ja, da hat's ja gerade voll gehakelt bei mir. Och, nö. Juhu, den Lasermarkierer freigeschaltet. Also jetzt können wir ja richtig abgehen. Och, bin ich schlecht. Oh, 6 zu 7, 5, knackiger letzter Platz. Da hinten ist noch einer. Hallo, raus. Oh, 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 oh. Der wird sich geärgert haben. Wenn man dann einmal die Sense hat und dann richtig abgehen will und dann kommt einer mit so einer Farmers und holt dich weg, ne? Da denkt er sich jetzt wahrscheinlich, oh Mann, jetzt hole ich aber alle weg, die eine Sense haben. Oh mein Gott, habe ich da jetzt tatsächlich etwa die Drohne bekommen? Da ist noch einer. Der geht da oben rein. Hole ich mir das Mäuschen. Wo ist er denn? Oh, das nenne ich mal einen schönen Double Kill. Und das Konterdröhnchen. Ja, jetzt kommt da natürlich einer, ne? Oh mein Gott, jetzt habe ich aber einfach keinen Bock mehr auf die gehabt. Habt ihr das gesehen? So, wir haben eine Runde gefunden. Team Herrschaft auf Redwood. Und irgendwie will hier keiner irgendwelche Flaggen einnehmen. Also es scheint schon eine Runde zu sein, die kann nur scheiße werden. Ja, der hat sich jetzt auch gedacht, ach du Scheiße, was ein Arschloch. Ich würde jetzt hier gerne mal ganz schnell den hier machen. Huh, okay, das läuft doch eigentlich ganz gut. Und wir haben sogar noch ganze 23 Schuss im Magazin. Ich brauche jetzt hier mal eine Waffe. Ja, toll, ich hole mir die Lokos. Ja, toll, ich hole mir die Pistolen. Das kann nichts werden, Leute. Oh, hier eine Vespa, das ist gut. Dann haben wir praktisch die kleine Version von der Farmers. Sag mal, da oben. Oh, nee, da ging die Party ab. Der Hades kommt um die Ecke geschwebt. Also wirklich, Mann. Leute, helft mir doch lieber mal. Was haltet ihr davon? Hier, Junge, Crystal, komm doch mal her und... Junge, hätte der blöde Pimmel geholfen, hätten wir die Sache safe gehabt, ne? So, geh weg, Junge. Ich kann dich nicht leiden. Da ist schon der Erste mit der Maschine. Oh, nein. So, neue Runde, neues Glück. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob wir hier in der Runde vielleicht mal ein bisschen dominanter sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Wie krass war das denn? Das war ja das Größte, was ich je gemacht habe. Na gut, das jetzt nicht. Ich habe schon mal einen richtigen Haufen gelegt. Jetzt hat das schon. Jetzt wird er aggressiv. Aber nicht mit mir. Ich weiß, wo ihr kommt. Ich riech euch. Ich riech euch. Oh mein Gott, schön allen, alle angehittet, um denen zu sagen, hier bin ich, Leute. Kommt mich holen, damit alle Bescheid wissen, wo ich bin. So, Konterdrohne. 20 Schuss habe ich auch noch, das ist immer ganz geil.
Oh, ohne Plünderer spielen ist das... Jetzt kommt der Hades wieder um die Ecke gehuscht. Also mal, der hat doch echt den Schuss nicht gehört, der Typ. Aber jetzt, wenn ich mal ganz ehrlich bin und die Waffe jetzt hier mal so ein bisschen teste auf einer Map, die eher so auf Midrange-Fights ausgelegt ist, so auf mittlere Distanz, ist die Waffe unfassbar stark. Einfach auch durch ihre Schussgeschwindigkeit. Ich liebe ja Waffen, die schnell schießen. Ich bin einfach so ein schneller Typ. Wer schießt auf den Meister? Da hinten. Ja, aber nicht mit mir, Fräulein, ne? So, so dreht man ein Game. Wir dominieren alles, der Gegner dominiert nix. Wir könnten das noch gewinnen, wenn der Gegner jetzt keine andere Flagge mehr einnimmt. Also wenn er nur eine Flagge hat. Och mein Gott, jetzt reicht's aber. So, der Papa ist wieder da. Kommt mal her, dann kann ich euch ein Küsschen reindrücken. Oh mein Gott. Da ist wieder der Hades, Junge. Verfratz dich, sonst fängst du dir eine. Wir können das echt noch gewinnen, habe ich das Gefühl. Ich hab's im Urin. Ich hab das heute Morgen schon rausgeschmeckt. Och. Dieser Hades, ne? Das ist wirklich ein richtig ausgeflippter Typ. Jetzt hat der B eingenommen. Jetzt kommt da wieder der Hades rumge... Ey, sag mal, der hat dort den Schuss nicht gehört. Oh mein Gott. Hades, ist es dein Ernst? Kommt immer um die Ecke mit seiner Akimbo-Pistole und dann auch noch C4 am Start. Ey, sag mal, der hat doch echt einen an der Waffel. War ein gutes Spiel, muss ich echt sagen. Erster geworden natürlich. Noch das Spiel gedreht. Ah, das war echt krass, wie wir das Spiel gedreht haben. Und ich weiß nicht, mir gefällt die Waffe richtig, richtig gut. Ich habe sie leider nicht selber. Also nochmal vielen Dank an JokerMC, dass er mir seinen Account geliehen hat. Finde ich echt korrekt von dir. Also es ist der absolute Wahnsinn. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Schreibt mir in die Kommentare, warum nicht, damit ich was verbessern kann. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video.